Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in Oxygen Not Included, der tatsächlich jetzt gerade hier entwurzelt. Das ist schon mal cool. Wir werden zusehen, dass wir das hier weiterkriegen, damit wir an Kohle kommen, weil die ist jetzt gerade Mangelware, deswegen haben wir keinen Strom und deswegen auch kein Sauerstoff. Schau aufs Logo, gehen wir auf das Bildschirm. So, da können wir jetzt tatsächlich ein Mauerstück hinsetzen, dass es weitergeht. So, haben wir denn ein bisschen Strom jetzt, oder? Die haben ja auf jeden Fall die Kohle hier gebracht, oder? Da blitzt gerade was. Das heißt, irgendwo muss minimal ist da drin. Ja? Oder ist das schon leer? Weiß ich nicht. Hier fehlt unser Container, sehe ich gerade. Das wäre sinnig, den da zu haben, oder? Aber wir müssen erstmal gucken, wo wir noch vielleicht Kohle haben, ne? Material Overlay, All, ne. Consumable Ore. Hier hätten wir auch Kohle. Hier ist schon Wasser drin, oder? Puh, den aufmachen. Wo können wir denn die Kohle wegkriegen? Hier können wir die Kohle wegkriegen, glaube ich, oder? Das ist ja da sowieso offen. Aber da kommt er nicht runter, da müssen wir eine Leiter haben. Lieber da auch eine Leiter raus. Ja, immer noch husten, ne? Sorry, tut mir leid, wenn es dann irgendwo drin zwischen ist. Ich hoffe, ich krieg's rausgeschnitten, aber beziehungsweise leiser gestellt und bin mir aber nicht sicher, ob ich da nicht das vergessen könnte. Ist das hier Kohle, die ich einfach. Das ist doch Kohle, die ich einfach mitnehmen kann, oder? In jedem Fall die. Und die und die. Ja, und da hinten kann ich auch lang krabbeln, also könnte ich die alle eigentlich abbauen, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Da kommt auch schon einer. Da ist sogar mehr Sauerstoff hier wahrscheinlich, so sieht's aus. Dann läuft sogar mal da jetzt, auch interessant. Jetzt haben wir ein Kohleproblem erstmal gelöst. Wasserproblem haben wir jetzt noch. Wo war das Wasser? Hier. Ich sehe aber nichts. Ja, das Wasser kommt von hier, da schmilzt immer noch das Eis. Ne? Steht da? Zu viel Flüssigkeit schon, okay. Ist das eine Alge? Das ist eine Alge. Abbauen. Da kommt zum Glück schon einer. Ist das konnte mir helfen? Nein, jetzt kommt er mir helfen. Also, leider haben. Ja. Ich muss das anders so machen. Ich muss das nicht anders so machen. Verschmutzter Sauerstoff drin ist. Den wir hier auch haben. Eigentlich egal. Haben wir hier Schleim. Eine Alge sogar. Haben wir Prio 9. Ja, auch Prio 9. Wir haben zwar 500 Gramm, aber das reicht nicht. So. Hier ist tatsächlich Wasser. Hier sind wahrscheinlich zig Tonnen Holz. Warum können die wahrscheinlich alle Äpfel mal schon mit viel Holz mitnehmen, oder? Was ist hier dran? Ja,
eigentlich kann ja alles drin sein, ne? Und wir, ja, nicht alles, aber fast alles. Jetzt ist gerade die Frage, wo hier das Holz ist. Tierei. Organik müsste das so sein, ne? Doch, da war es Wood tatsächlich. Okay, Wasser haben wir hier tatsächlich erstmal genug. Für die Toilette. Jetzt wollen wir mal frisch Wasser. Ja, was haben wir da? Achso, das. Das Eis, das hatte Mordred mir geschrieben, ne? Das kann ich hier rausnehmen. Und dann muss ich aber zusehen, dass die das schnell da hochbringen, ne? Ist das hier auch Eis? Kann das sein? Ja, da ist alles dran. Das heißt, ich kann den zerlegen, beziehungsweise ich kann das auch so machen. Ich kann dann hier den Auftrag geben mit aufräumen. Jetzt ist die Frage, wann die das machen, ne? Nummer 9. Eigentlich müsste das am schnellsten gehen, oder? Ich baue den schon mal ab, sehr cool. So, da kommt jetzt einer wegen dem Eis. 1,8 Tonnen Eis aufgenommen, okay. Hier will ich das nicht geschmolzen haben, definitiv nicht. Das sind nur 500 Gramm, das müsste jetzt gleich weg sein, wenn die das wäre. Ja, da ist kein Eis mehr drin. Und da ist jetzt Eis. Aber das lassen wir da erst noch drin. Und ich glaube, dass... Erstmal ist hier noch drin. Also Wasser haben wir ein bisschen. Und für die Toilette haben wir ja auch einen Kreislauf, der funktioniert. Okay, hier wird die Kohle abgebaut, das heißt, wir machen schnell. Die Eisen sind jetzt schwach. Wird hier tatsächlich schon abgebaut, ist die Eisen. Hier geht es jetzt auch weiter. Jetzt lass uns gucken, ob wir hier nochmal Wäsche kommen. Weil da ist Wasser. Ja, zu viel Flüssigkeit. Das kommt wahrscheinlich erst, wenn ich da bin. Ja, das ist schon aufgewischt. Alles abgebaut habe ich mit dem Wasser, oder? Wo war das hier? Nee, wahrscheinlich. Ja, doch, die Großgeräte sind schon weg. Goldamalgam liegt da aber noch. Was ist das? Verschmutzte Erde, okay. Diese Leitung ist dann die Frage, ob man die noch braucht. Und diese. Und diese. Sedimentgestein aufgenommen, okay. Eigentlich müssen wir hier wohl mit Maske hin, ne? Kann das sein? Hier ist auf jeden Fall Sauerstoff. Und wie viel Sauerstoff ist hier? Ja, da fehlt es schon wieder. Was passiert denn hier? Wo ist denn dieser Sauerstoff hier mal da? Die Leute beim Arbeiten. Wir haben das Ding da anstellen. 37 Kilo. Das Ding läuft auch. Gucken wir, wie wir da weiterkommen. Ne?
einer zu viel dran. Da ist der Ältere. Ja, wahrscheinlich. Und das ist mal ganz hochspannend, ne? Zyklen hat der noch. Anklicken. 3,7 Zyklen. Okay, da gibt es irgendwann heißes Wasser. Den Wasserstoff, den können wir aber platt drücken irgendwann, ne? Das sollten wir auf jeden Fall tun. Was ist das? Schleim. Ist der kontaminiert? Ja. So, jetzt müsste man hier gucken, wie man da weiter dran kommt. Muss ich das so machen, dass der da sich hinstellen kann und das zusammendrücken kann. Ne? Das liegt da, da kann man erwischen. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die Menge ist vielleicht jetzt zu klein, wir müssen größer werden. Das müssen wir nochmal überlegen. Aber erstmal haben wir noch Probleme. Wie sieht es mit Strom aus? Wo sind die Generatoren? Ah, da ist was drin, da ist was drin. Das geht erstmal. Wir kommen erstmal ein Stück weiter. Und hier haben wir Sauerstoff, aber leider. Atmosphäre steht da. Weiß ich auch nicht, wie ich das alles machen soll. Gut, hier können wir was weitermachen, denke ich. Oh, da ist was. Vielleicht gibt es eine Hilfsstation in einer Form oder vielleicht Kohle oder Algen. Wo ist er da? Ein Drecklet-Ei. 3 Stück. Würde ich jetzt auf jeden Fall nehmen und gucken, dass wir da was rausbraten und das essen. Aber ich glaube, da geht nichts, ne, oder? Schon zu stressig. Der würde noch eingehen. Aber was? Das wäre jetzt nicht so, wo ich sagen würde, brauche ich, ne? Herzchen sind alle gesetzt. Hier der Schutzanzug wäre schon interessant, aber wir sehen hier, dass das keinen Sinn macht. Alle gestresst. Oder kurz davor. Forschungspunkte, keine Forschung, keine ausgewählt. Müssen wir forschen? Ich glaube momentan auch nicht so wirklich, oder? Ist das hier? Pixelpack? Nichts Wichtiges. Was war hier? Anzugsmuster brauchen wir auch nicht.
Der Minenroboter, weiß ich nicht, ob das interessant für uns wäre. Komm, das machen wir mal. Keine Ahnung, wie wir melden können, aber vielleicht gibt es ja irgendwas. Okay, wir haben hier Wasser, wir haben hier Wasser, wir haben auch noch Eis zur Reserve. Kohle ist hier auch noch, das könnte man rein theoretisch auch abbauen. Hier wird CO2 noch eingelagert, oder? Ja. Und das funktioniert erstmal, ne? Wir haben hier noch Chlorglas, na super. Wir haben jetzt aber bald keine Kohlendioxid mehr, ne? Aber da kommt ja hier Kohlendioxid rein, das haben wir ja genau gemanagt, oder? Okay, schauen wir mal. Ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keiner überhaupt macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.